Hola amigos und welcome back zu einem neuen Video. Es ist Montag, wieder mal das Thema Training. Heute möchte ich mit euch kurz das Thema Muscle Mind Connection noch einmal besprechen. Denn, es wird immer noch nicht, also meiner Meinung nach, genug Wertigkeit darauf gelegt, eine richtige Muscle Mind Connection zu haben. Und ja, es wird einfach immer noch so ein bisschen belächelt. Die Devise lautet immer noch, umso mehr Gewicht, umso besser. Ich sehe das halt einfach ganz anders. Weil, jetzt nehme ich mal ein krasses Beispiel. Und zwar gab es mal einen Versuch, ich glaube das war in England, mit zwei Gruppen. Die eine Gruppe hat sich nur vorgestellt, sie würde ein Training machen. Und die andere Gruppe hat effektiv ein Training gemacht. Das waren Studenten und nicht wirklich sportlich aktive Menschen. Also ja, das ist vielleicht nochmal ein bisschen andere Grundlage. Klar, aber es geht mir trotzdem um das Ergebnis. So oder so, wenn es jetzt Profisportler wären, Studenten, Übergewichtige, was auch immer. Das Ergebnis an sich reicht mir schon völlig aus. Und zwar wurde bewusst ein Muskel getestet, der sehr wenig zum Einsatz kommt, und zwar den kleinen Finger zur Seite zu bewegen. Und ja, wie gesagt, die eine Gruppe hat das tatsächlich gemacht, mehrere Stunden oder eine Stunde am Tag immer den kleinen Finger trainiert, und die andere Gruppe wurde wirklich gefilmt, beobachtet, und es wurde wirklich verhindert, dass sie den kleinen Finger bewegen können. Und das Ganze wurde nur mit den Gedanken gemacht. Also ein Training in den Gedanken. Jetzt könnt ihr euch ja denken, das wäre zu schön, um wahr zu sein, hat die Gruppe, die sich das nur vorgestellt hat, natürlich viel weniger Gains gemacht. Trotzdem war aber ein Zuwachs von Muskulatur, von Kraft da. Rein und allein durch das Vorstellen. Manche werden sich jetzt sagen, ja, du spinnst wohl. Das dachte ich mir zuerst auch, aber geht mal ein bisschen forschen, geht mal ein bisschen googeln. Ein ähnliches Experiment wurde auch mal mit dem Bizeps gemacht. Dort war das Ergebnis nicht so gut, sage ich mal, aber trotzdem war ein Fortschritt da. Es ist natürlich sehr abhängig, welche Muskulatur und. Es geht mir jetzt aber nicht darum, dass ihr jetzt nur noch zu Hause hockt und euch das Training vorstellt, nein, sondern um euch einfach mal zu zeigen, was für eine Kraft ihr hier oben habt und was für einen Einfluss das auf euren Körper haben kann. Ein anderes Beispiel, der Schmerz. Jeder hat das vielleicht schon mal erlebt. Und zwar, ihr schneidet euch irgendwo, sagen wir jetzt mal hier, ihr seid durch ein Gebüsch gegangen oder habt irgendwie angeschlagen und ihr schneidet euch hier hinten und es blutet. So, ihr merkt aber überhaupt nichts davon. Ihr ganz normal, das Leben geht weiter. Jetzt macht euch aber jemand aufmerksam darauf oder ihr seht es zufälligerweise im Spiegel oder irgendwas und plötzlich fängt es an zu schmerzen. Ein krasseres Beispiel sind kleine Kinder, wenn sie auf den Boden fallen, das Knie aufreißen und zuerst ist nichts und dann sehen sie plötzlich, oh shit, es blutet und boom, sie fangen an zu weinen. So, und diese Beispiele allein sollten euch mal so ein bisschen zum Denken bringen, was wir eigentlich für eine krasse mentale Stärke haben könnten, wenn wir sie auch richtig einsetzen. Viele Leute haben Mühe, den Rücken zu trainieren, wie auch ich damals. Und meine Theorie ist so ein bisschen, der Grund dafür ist einfach auch die Position des Rückens. Der Rücken ist hinter uns, das heißt, wir sehen ihn nicht. Wir Menschen sind, wie ihr gesehen habt mit diesem Beispiel, mit den Kindern oder auch der Schnittwunde, sehr visuell orientiert und können uns, wenn wir was sehen, wie jetzt Brustmuskulatur, like dies, auch besser reinversetzen. Und beim Rücken können wir das ja schlecht, weil wir haben ja keine Augen im Hinterkopf.
Jetzt, was ich euch empfehlen kann, ist halt eben durch diese Muscle-Mind-Connection den Rücken in den Rücken, euch in den Rücken zu versetzen. So, wenn ihr nicht alleine trainiert, umso besser, weil wir Menschen sind nicht nur visuell, sondern auch auf das Gespür. Das heißt, wenn ihr beispielsweise am Latzug seid, soll euch der Trainingspartner mal ein bisschen in den Lat reinpieksen, damit ihr mit dem zentralen Nervensystem und, wie gesagt, die Muscle-Mind-Connection direkt runterfahren könnt in den Rücken, in den Lat und diesen bewusst besser ansteuern könnt. Ein weiteres Beispiel ist die Brust. Brust und Rücken sind ja oftmals so die Problemzonen, wenn es ums Spüren des Trainings geht. Rücken ist halt viel komplizierter, weil ihr diese ganze Instanz, den gesamten Arm durchlaufen müsst, bis ihr an den Rücken gelangt. Und das ist meiner Meinung nach einer der vielen Gründe, wieso die Leute ja den Muskel nicht richtig spüren. Jetzt für den Rücken habe ich euch ja schon ein Beispiel geliefert. Bei der Brust würde ich euch mal empfehlen, dass ihr vor dem Training mal nur die Schultern stretcht, weil durch das Stretchen schaltet ihr nicht direkt aus, sondern ihr gebt dem Muskel einen Anreiz, sich zu erholen, Regeneration. Also macht ihr ein kleines Stretching für die Schultern und dann eine Isolationsübung für die Brust. Schön reinpumpen und Muscle-Mind-Connection hier rein. Und erst dann versucht ihr es mal mit dem Bankdrücken. Viele meiner Kunden haben gute Erfolge damit erzielt. Deshalb denke ich auch, der eine oder andere von euch könnte davon profitieren. Und ja, ich möchte daraus keine große Geschichte machen, Leute, aber trotzdem, es liegt mir am Herzen, denn es wird oft immer noch unterschätzt und deshalb dieses Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Meinung dazu sagt, wie habt ihr eure Muscle-Mind-Connection verbessert. Da kann jeder was davon profitieren, eine Scheibe abschneiden. Wir sind eine Community und so sollten wir auch zusammenarbeiten. Gebt mir euer Feedback in die Comments. Ein Like würde mich natürlich freuen, ein Abo genauso. Und dann geht's nächste Woche weiter mit dem Trainingsvideo. Ich bedanke mich fürs Einschalten, Leute. Bis zum nächsten Video. Adios, amigos.